Hi Conny, könntest du zeigen, wie eine Ampel geht, die bei Rot eine unsichtbare Wand erscheinen lässt? Ja klar. Und damit erstmal, hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich, wie man eine Ampel mit einer Wand macht. Okay, steigen wir kurz in mein Auto ein und dann geht's los. Da vorne haben wir ja schon eine Ampel. Ist das nicht toll? Kann man durchfahren. Kann wieder zurückfahren. So, hier könnt ihr es noch einmal sehen. Bam, unsichtbare Wand. Ich weiß zwar nicht, warum man das so machen sollte. Vielleicht, um die Spieler zu zwingen, sich an die Ampeln zu halten, aber meinetwegen, jetzt kann man hier durch. Und da das hier jetzt ziemlich einfach ist, werde ich dieses Tutorial auch für Anfänger gestalten. Das heißt, der Code wird sehr einfach sein. Ich werde keine komplexen Programmiertechniken benutzen, sondern es ganz einfach gestalten. Und es wird wieder rot. Schnell, schnell, ich muss hier noch durch. Ah. So, als allererstes braucht ihr eine fertige Stadt. Die haben wir hier schon, perfekt. Und als nächstes braucht ihr diese Ampel und diese wunderschöne Wand. Ich hoffe, ihr wisst selbst, wie man Sachen baut in Roblox. Ansonsten zeige ich es euch jetzt ganz knapp. Ihr geht hier oben auf Model, dann auf Part und dann habt ihr den Part hinzugefügt. Könnt Steuerung 2 drücken, um zu verschieben. Steuerung 3 drücken, um zu skalieren. Drückt auf jeden Fall hier auf Anchor, damit euch die Ampel nicht auseinanderfällt. Und dann bastelt ihr euch hier grob eine Ampel. So, wunderbar. Wichtig ist, dass ihr bei der Ampel dann am Ende halt diesen Ampelblock habt, wo dann auch die drei Parts hier drin sind, die dann zu den Lichtern werden sollen. Das, das und das. Ich werde die Parts hier natürlich jetzt alle löschen, weil braucht keine Sau. Ich habe hier schon eine fertige Ampel und in der Ampel sind die Parts einfach drin. In den Parts gibt es dann noch wichtig, die drei Parts. Eins habe ich grün genannt, das andere habe ich gelb genannt, das andere habe ich rot genannt. Die haben auch die Farben rot, grün und gelb und haben das Material Neon. Des Weiteren ist in den Parts jeweils ein Pointline drin. Ihr könnt, damit es noch realistischer aussieht, auch gerne ein Spotlight nehmen. Ist vollkommen egal, Hauptsache ein Licht. Da habe ich die Range höher gestellt, damit man so richtig das Feeling hat, dass es rot ist, obwohl eine echte Ampel gar nicht so weit strahlt. Und natürlich noch diese Wand hier. Und wichtig ist natürlich, die Wand ist auch geankert. Ihr könnt die Wand jetzt direkt schon unsichtbar machen, indem ihr die Transparency auf 1 stellt. Ich habe sie aber sichtbar gemacht, damit ihr die Wand halt sehen könnt. Als nächstes fügen wir ein Script hinzu. Und das habe ich hier schon und das werde ich jetzt mit euch neu machen. Das heißt, wir gehen auf das Plus, dann auf Script. Das benennen wir dann um in Ampelscript. So, Hello World kommt weg. Und als erstes müssen wir uns die Umgebung holen. Das bedeutet, ihr schreibt erstmal Local Ampel. Damit erschafft ihr dann eine Variable, die heißt Ampel. Und darin speichern wir dann die Ampel, das heißt Script.Parent. Diese Ampel ist nämlich in diesem Model drin. Falls ihr nicht wisst, wie man ein Model erstellt, ihr könnt einfach die Parts auswählen, die ihr zu einem Model machen wollt. Zum Beispiel kann ich jetzt das und das nehmen, das ist ja der Ampelarm, dann drücke ich STRG G und die werden hier zu einem Model zusammengefasst und dann kann ich das zum Beispiel umbenennen in Ampelarm. Und wenn wir Script.Parent sagen und das Script sich hier schön in diesem Model befindet, dann referenziert es das Model und somit die Ampel. Als nächstes müssen wir ja immer wissen, ist die Ampel gerade grün, gelb oder rot und dafür schreiben wir einfach Local Status ist gleich grün. Und jetzt nutzen wir ein Feature von Luau, um es uns beim Coden später einfacher zu machen. Wir sagen nämlich jetzt Roblox, welchen Status erlaubt sind und welchen nicht. Das heißt, wir schreiben hier hinter Status einen Doppelpunkt und dann schreiben wir in Anführungsstrichen grün. Mir fällt gerade ein, hier können wir ja ganz normal ein Ü nehmen. So grün. Dann machen wir so einen Strich, den macht ihr mit Alt-GR und den spitzen Klammern, die meistens rechts neben Shift sind. Dann gelb und rot. Damit weiß Roblox jetzt, okay, Status darf nur grün, gelb oder rot sein. Und korrigiert uns, falls wir es falsch machen. Als nächstes müssen wir natürlich wissen, wie lange war die Ampel schon grün. Aktuell haben wir ja eingestellt, sie ist grün. Und dafür erstellen wir eine neue Variable, die heißt jetzt Dauer. Und das ist ein Cache. Ich schreibe einfach mal Dauer-Cache. Ihr könnt es natürlich einfach nur Dauer nennen. Ist gleich 0. Weil wenn wir anfangen im Spiel, ist die Ampel natürlich bei 0. Ihr könnt auch auf 100 packen, meinetwegen, um es zu variieren. Ist vollkommen egal, Hauptsache eine Zahl. Und jetzt legen wir fest, welche Materialien die Ampeln haben, wenn sie aus oder an sind. Das heißt, local aus Material ist gleich enum. Enum ist einfach sowas wie das, was wir hier gemacht haben, nur dass es von Roblox vorgegeben ist. Punkt Material.Glass zum Beispiel. Das heißt, wenn die Lichter aus sind, dann wird das Material von Neon wieder gewechselt auf eins dieser ganzen Materialien, die wir hier haben. Wir haben uns jetzt für Glas entschieden. Das sieht dann so aus. Ihr seht den leichten Unterschied. Dann kopieren wir uns diese Zeile und machen dann natürlich noch ein An-Material. Und das ist Enum Material Neon, weil Neon bedeutet, dass es dann leuchtet. Als nächstes könnt ihr, wenn ihr so richtig realitätsbesessen seid, noch eine Dauer einschalten, wie lange es dauert zwischen ein Licht geht aus und das andere Licht geht an. Local Switch Dauer
ist gleich 0,05 Sekunden. Dann sollte man es kaum merken. Müsst ihr nicht machen. Jetzt legen wir fest, wie lange die Ampelphasen sind. Also Local Rot Dauer. Wie lange ist die Ampel rot? Wir wollen natürlich immer wenig Rotphasen haben. Deswegen sagen wir 0. Nee, sagen wir einfach mal 25 ist realistisch. Dann sagen wir Local Grün Dauer. Und hier schreiben wir Grün mit UE, weil Roblox keine UTF-8-Zeichen erlaubt. In variablen Namen ist auch 25 Sekunden. Wenn ihr wollt, kann es kürzer oder länger sein. Und Local Gelb Dauer stellen wir auf 3 Sekunden, damit die Autos noch die Zeit haben zu reagieren, bevor es direkt rot ist. Und jetzt holen wir uns wieder die Umgebung rein. Das heißt, wir holen uns jetzt das rote Licht. Local Rot ist gleich Ampel.rot könnt ihr machen. Aber ihr könnt auch machen Ampel:FindFirstChildRot. Dann könnt ihr danach prüfen, ob das Ding überhaupt existiert. Dasselbe machen wir jetzt noch mit Gelb und Grün. Das heißt, wir kopieren uns das Ganze hier. Bab und Bab. Und tauschen dann aus. Gelb kopieren, einfügen und Grün. Die können wir nicht einfügen, sondern müssen dann Grün schreiben, weil wir es ja auch so benannt haben. Jetzt könnt ihr Sachen machen wie Assert, um zu gucken, wenn die Lichter nicht da sind, wenn der Aufbau falsch ist, dann gibt es einen Error zum Beispiel. Aber vorher holen wir uns noch einen letzten wichtigen Teil der Ampel. Und zwar diese Wand hier. Die Wand müssen wir natürlich auch finden, weil sonst funktioniert der Punkt von Tyrones Frage nicht ganz. Also schreiben wir Local Wand ist gleich Ampel Doppelpunkt Find First Child Wand. Und jetzt können wir das Ganze asserten. Wir schreiben also assert rot, assert gelb, grün und Wand. Könnt ihr einfach reinkopieren und könnt dann hier eine eigene Fehlermeldung reinschreiben. Ihr könnt es natürlich auch sein lassen, wenn ihr wisst, dass ihr es richtig aufgebaut habt. Ich möchte es euch nur zeigen. So könnt ihr euch eine Fehlermeldung ausgeben lassen, wenn die Sachen nicht da sind. Und zwar eine Fehlermeldung, so wie ihr euch das vorstellt. Wie zum Beispiel Ampel nicht richtig aufgebaut, rot nicht gefunden. Und das könnt ihr hier auch überall dann mit Gelb, Grün und Wand machen. Gelb, Grün und Wand. Falls ihr nicht ganz versteht, was das macht, zeige ich euch jetzt, was das macht. Wenn ich jetzt hier einfach ins Spiel reingehe, hier oben auf Run drücke, dann passiert erstmal nichts. Unser Skript hat ja auch gar nichts gemacht. Wenn ich jetzt aber hier zum Beispiel Grün umbenenne in Grün mit einem UE statt einem Ü und dann Run drücke, dann gibt es eine Fehlermeldung hier unten im Output. Falls ihr den Output nicht seht, geht ihr hier oben auf View und dann hier auf Output. Dann könnt ihr ihn aus- oder anschalten. Und hier steht Workspace.ampel, AmpelScript 22, Ampel nicht richtig aufgebaut, Grün nicht gefunden. Warum wurde Grün nicht gefunden? Weil wir nach Grün mit einem Ü gesucht haben. Aber es ist nur ein Grün mit einem UE drin. Also benennen wir das wieder um in Grün. Groß-Kleinschreibung, alles Mögliche ist immer wichtig. Dafür macht ihr Assert, damit ihr das in der Konsole sehen könnt und auch wisst, worum es geht. Eine Sache sei zu Assert gesagt. Assert eignet sich übrigens eher nur in solchen Situationen, wenn es jetzt um den Aufbau von Dingen geht. Wenn ihr Assert richtig oft in komplexen Anwendungen callt, dann ist es nicht sehr performant. Vor allem, wenn ihr hier noch String Concatenation drin habt, zum Beispiel Grün. Hier, Punkt, Punkt, dann ist das unperformant, dann solltet ihr das sein lassen. Jetzt erschaffen wir uns aber erstmal die drei Funktionen, die wir brauchen, und zwar einmal es werde grün, es werde gelb und es werde rot. Wir fangen mit es werde rot an, das heißt, wir schreiben jetzt local function es werde rot. Ihr könnt die natürlich nennen, wie ihr wollt. Und was soll passieren, wenn die Ampel rot wird? Zuallererst, wenn die Ampel rot wird, war sie vorher gelb. Das heißt, wir müssen die gelbe Lampe erstmal ausmachen. Das machen wir so. Wir sagen erstmal gelb.material ist gleich ausmaterial. Und dann sagen wir gelb:findFirstChildRichIsALight.enabled ist gleich false. Das heißt, das Licht in gelb wird ausgeschaltet. Als nächstes solltet ihr dasselbe auch mit grün machen. Deswegen kopieren wir uns das und tauschen das doch noch durch grün aus hier. Weil auch die grüne Lampe ist an. Wir erinnern uns, wenn eine Ampel rot wird, ist sie ja erstmal grün. Dann geht das gelbe Licht an, das grüne Licht bleibt aber noch an. Bei manchen Ampeln nicht, aber bei der, die wir jetzt machen, schon. Und dann gehen gelb und grün aus und das rote Licht geht an. Das heißt, als nächstes muss das rote Licht an. Und wir schreiben, rot.material ist gleich unmaterial und rot:findFirstChildLight.enabled ist gleich true. Wenn ihr jetzt wollt, dass zwischen aus und an noch so ein kleiner Wait ist, so eine Schaltzeit, dann könnt ihr diese Switchdauer, die wir hier oben definiert haben, noch warten. Indem wir hier einfach task.rateSwitchDauer hinschreiben. Und als letztes, warum auch immer, wollten wir ja noch eine Wand haben, die dann erscheint, eine unsichtbare Wand. Und deswegen sagen wir einfach nur, Wand.canCollide ist gleich true. Das heißt, Leute können jetzt gegen die Wand fahren und stoßen sich die Birne. So, wenn die Ampel rot ist, wird sie auch irgendwann wieder grün. Also kopieren wir uns jetzt diese Funktion hier und schreiben hier jetzt nicht, es werde rot, sondern es werde
grün. An die Profis unter euch, die es erkennen, ja, wir werden jetzt sehr viel Code unnötig kopieren und wir könnten es sehr viel kompakter machen. Aber das ist jetzt ein Anfänger-Tutorial, deswegen will ich euch nicht zu sehr überfordern, indem ich jetzt irgendwelche Verschachtelungen mache und Tables und was nicht alles. Ich werde in diesem Tutorial keine Tables anrühren, auch wenn man den Code damit schon übersichtlicher gestalten kann. Für einen Programmieranfänger ist es aber nicht übersichtlich, weil der ja gar nicht versteht, was wir hier machen. Und das Einzige, was wir hier bei esWerdeGrün machen müssen, ist einfach grün und rot austauschen. Das heißt, wir nehmen jetzt rot, kopieren das hier rein. Wir nehmen grün, kopieren das hier rein. Wir nehmen rot, kopieren das hier rein. Und wir nehmen grün und kopieren das hier rein. Weil wenn es grün werden soll, dann gehen gelb und rot aus und grün geht an. Es wird natürlich gelb jetzt komplett überskippt und wir müssten eigentlich gelb nicht ausmachen. Aber warum wir das trotzdem machen, werdet ihr gleich noch sehen. Theoretisch würde es reichen, wenn wir einfach nur rot ausmachen, grün anmachen und vor allem Wand.canCollide auf false machen, weil jetzt sollen die Leute ja wieder durchfahren können. Als nächstes kopieren wir uns nochmal diese Funktion hier, gehen hier nochmal einen runter und die benennen wir dann um in es werde gelb. Und wir haben ja gesagt, dass wenn die Ampel grün ist, wird sie gelb, das grüne Licht bleibt an und danach wird es erst rot. Und von rot wird direkt auf grün geskippt, ohne dass es zwischenzeitlich gelb wird. So ist es ein bisschen einfacher. Deswegen können wir hier einfach das beides hier löschen, können diesen Switch hier löschen und schreiben hier einfach gelb.material ist gleich anmaterial und gelb.lightenable ist gleich true. Und die Wand kann auch weg. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch nochmal die Switchdauer warten. Aber komm, ist jetzt vollkommen egal. Ob der hier die Switchdauer wartet oder nicht, das würde man gar nicht sehen am Ende. Und damit haben wir unsere drei Funktionen. Es werde rot, es werde grün und es werde gelb. Aber die drei Funktionen machen immer noch nichts. Wenn wir jetzt hier reingehen ins Spiel, dann passiert immer noch absolut gar nichts. Wir haben jetzt alles aufgebaut, was wir brauchen. Aber jetzt müssen wir es noch richtig anwenden. Das heißt, wir müssen jetzt noch sagen, wann die Funktionen kommen sollen. Und wir müssen auch diese Wand hier noch unsichtbar machen. Das heißt, als allererstes setzen wir die Ampel richtig auf. Und dafür nehmen wir diese es werde grün Funktion und schreiben die hier einfach hin. Und dadurch wird rot und gelb ausgemacht und deswegen haben wir auch gelb hier drin. Wir könnten natürlich auch diesen Code hier kopieren und hier hinschreiben und dann wird es auch gemacht. Aber jetzt wird einfach erstmal es werde grün gecallt. Ich gehe mal auf Run und wenn wir dann ins Spiel reingehen, dann sehen wir, ach, jetzt ist die Ampel grün. Rot und gelb ist aus. Ich sehe gerade, das grüne Licht ist kleiner als die anderen Lichter. So ist das Leben. Aber die Wand ist noch da. Das heißt, wenn ich jetzt mal auf Play gehe und mich dann in meinen nicen Sportwagen setze. Und übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie ihr so ein Auto selber macht und auch so ein Spawn-Part, wenn ihr euch hier raufstellt, dass ein eigenes Auto spawnt, dann schaut euch das Video an, das oben auf dem i verlinkt ist. Da zeige ich, wie das geht. Das Auto sieht jetzt nicht so cool aus, aber es ging bei dem Tutorial ums Prinzip. Wir können hier durchfahren. Weil es werde grün, sorgt ja dafür, dass ihr canCollide auf False gesetzt wird, aber die Wand ist noch zu sehen und das ist blöd. Das heißt, wir müssen die Wand noch unsichtbar machen. Deswegen schreiben wir hier noch unter, es werde grün, Wand.transparency ist gleich 1 und dann ist sie unsichtbar. Ihr könnt das natürlich auch selber machen, dann muss das gar nicht im Script getan werden, aber so ist es jetzt so oder so getan. Und als letztes kommen die Ampelphasen. Dafür machen wir ein While Loop. Also schreiben wir hier jetzt while task.wait 1 do. Das heißt, jede Sekunde wird das, was wir hier reinschreiben, immer und immer wieder gemacht. Zuallererst müssen wir unsere Dauer-Cache erhöhen. Das heißt, wir schreiben jetzt Dauer-Cache. Oder wenn ihr es einfach Dauer genannt habt, dann schreibt ihr einfach Dauer. Plus ist gleich 1. Das bedeutet, jede Sekunde wird das hier plus 1 gerechnet, damit wir wissen, wie lange ist die Ampel jetzt schon in diesem Status. Und als nächstes fragen wir ab, welchen Status die Ampel hat. Dafür schreiben wir if Status ist gleich grün. Dann machen wir erstmal nichts, es sei denn, die Ampel ist schon zu lange grün. Das heißt, and Dauer-Cache ist größer als Gründauer. Then, und wenn die Ampel schon lange genug grün ist, dann wird die Ampel erstmal gelb. Es werde gelb. Nachdem die Ampel gelb geworden ist, müssen wir den Status auch ändern auf Status ist gleich gelb. Und guckt euch das an, wie er einem da Vorschläge gibt. Er sagt grün, rot oder gelb. Mehr Optionen haben wir nicht, weil wir oben festgelegt haben, dass Status entweder grün, gelb oder rot ist. In dem Fall gelb. Und dann setzen wir den Dauer-Cache natürlich wieder zurück und zwar auf 0. Als nächstes fragen wir ab, else if Status ist gleich gelb and Dauer-Cache ist größer gleich Gelb-Dauer. Then, und dann machen wir genau das gleiche, wenn es schon zu lange gelb ist, dann sagen wir, es werde rot. Status wird dann geändert und zwar auf rot und Dauer-Cache wird wieder zurückgesetzt auf 0. Und zu guter Letzt, habt ihr schon erraten richtig, noch ein else if Status ist gleich rot and Dauer-Cache ist
größer gleich Rotdauer. Denn es werde grün. Status wird dann wieder auf grün gesetzt. Und der Dauercache wird wieder auf 0 gesetzt. Ich hoffe, dass ihr den Script bis hierhin vollständig verstanden habt. Falls nicht, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Aber bis hierhin wird der Script jetzt funktionieren. Ihr könnt jetzt, einfach nur um zu gucken, was wirklich passiert, hier unten nochmal so einen kleinen Print reinhauen. Und zwar so. Backslash n Status, Doppelpunkt Status, Komma, Backslash n Dauercache, Doppelpunkt Dauercache. Das heißt, es wird euch einfach in die Konsole unten in den Output reingeprintet, welchen Status hat die Ampel gerade und wie lange ist die Ampel schon in diesem Status. Ihr könnt hier auch statt Dauercache zum Beispiel so lange schon. Und statt Status könnt ihr hier reinschreiben, die Ampel ist... Dieses Backslash hier macht ihr übrigens, indem ihr Alt-GR, das ist die rechte Alt-Taste, gedrückt haltet und dann die Taste für SZ oder fürs Fragezeichen drückt. Dann kriegt ihr so ein Backslash, dann N. Das ist einfach nur für einen Zeilenumbruch, damit nicht alles nebeneinander steht in der Konsole, sondern untereinander steht. So, wir gehen jetzt hier einmal rein. Ich gehe hier nochmal rauf und gehe dann auf Run. Und dann wird das Spiel einfach mal gestartet. Ihr seht, die Wand ist weg, die Ampel ist grün und hier unten ist, die Ampel ist grün, solange schon 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, erzählt jetzt hoch, wie viele Sekunden ist die Ampel schon grün. Und wenn die Ampel dann 20 Sekunden grün ist, dann wird sie natürlich geswitcht auf gelb. Und 20 Sekunden, 21, 22, 23... 24. Oh, okay. Ich dachte gerade. Okay, wir haben 25 und nicht 20 Sekunden eingestellt. Ich dachte gerade, es funktioniert nicht, aber wir haben es auf 25 Sekunden gestellt. Jetzt ist die Ampel rot und ihr seht, das hat es perfekt gemacht. Wenn ihr euch wundert, warum die 25 nicht drin steht, weil sobald die 25 erreicht wird, wird sie direkt auf gelb geswitcht und dann steht da nicht mehr 20. Dann müsstet ihr den Print am Anfang machen. Könntet ihr theoretisch auch machen. Ihr könntet theoretisch hier diesen Print nehmen und einfach hier hinschreiben und dann könntet ihr hinten noch so ein Komma Sekunden, so. Falls euch das dann übersichtlicher ist. Dann geht ihr nochmal auf Run und dann steht in der Konsole wirklich, die Ampel ist grün, solange schon 1 Sekunden, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 5 Sekunden. Und dann lassen wir es einfach mal durchlaufen. Es stört mich gerade so richtig, dass ich dieses Grün zu klein gemacht habe. Besser. 15, 16, 17. Ja, ich mach's einfach mal so, dann können wir es hier so schön ins Bild bekommen. 20, 23, 24, 25 und es wird gelb und es wird rot. Und damit haben wir unseren Ampelzyklus geschafft. Und wenn ihr zu faul seid, diese Ampel selbst zu bauen, oder den Code selbst zu schreiben, dann könnt ihr den Code natürlich auch aus der Videobeschreibung, da ist ein Link, herunterladen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist Mitglied auf meinem Kanal sein, Mitglieder Tier 2 oder Tier 3 kriegen hoch. Aua, aua, nein, ich steck fest, weil jetzt ist rot. Okay, Mitglieder Tier 2 oder Tier 3 kriegen Zugriff auf die Scripts und die Models, die ich in meinen Tutorials baue, könnt ihr einfach runterladen von unserem Discord-Server, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Falls der Link noch nicht da ist, seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Meine Videos kommen immer 6.15 Uhr online und ich bin normalerweise gar nicht so früh wach. Also kann sein, dass das ein paar Stunden später erst in der Videobeschreibung steht. Ihr könnt mir dann gerne einen Kommentar schreiben. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und wie immer, bis dann und ciao!